Noch ist es ruhig und menschenleer im Rasterdom. Aber das wird sich am Freitag ändern, wenn die Basketballer von Rasser Vechta ihr Comeback in der Basketball-Bundesliga feiern. Um 20.30 Uhr trifft der Aufsteiger auf die Löwen Braunschweig und startet damit in sein zweites Abenteuer BBL. Nach siebenwöchiger Vorbereitung und 9 Testspielen mit 7 Siegen und nur 2 Niederlagen fühlt sich der Aufsteiger gerüstet für die erste Herausforderung im Oberhaus. Im Kader von Andreas Wagner befinden sich 8 Neuzugänge sowie 3 Spieler aus der alten Saison, nämlich Kapitän Derek Allen, Topscorer Christian Schandhardinger und Travis Warwick. Alles Wichtige zu den Neuzugängen wie Scott Machado oder Niklas Geske, wie Devin Searcy oder Moses Ehambe, gibt's am Freitag in einer großen Saisonbeilage der OV. Das 60-seitige Magazin mit dem Titel Erste Liga, Raster ist zurück, beinhaltet auch Porträts von allen 17 Gegnern. Von Alba Berlin bis Bayern München, von den EWE Baskets Oldenburg bis Meister Bamberg.